Meine lieben Freundinnen und Freunde, nachdem ich nun einige Kreisverbände besucht habe, möchte ich auch die Chance nutzen, meinen Satzungsänderungsantrag im Internet vorzustellen. In der Antike, in dem Vorbild unserer heutigen Demokratie in Griechenland, wurden wichtige Ämter per Los vergeben, weil man sich vor der Machtakkumulation einzelner Personen fürchtete. Heute, in fast allen funktionierenden westlichen Demokratien oder auch anderen funktionierenden Demokratien, gibt es eine Wiederwahlbeschränkung für wichtige Ämter, weil Macht verführerisch ist und weil diejenigen, die sie genossen haben, oft zu schwer von ihr lassen können. Und ich möchte auf den nächsten BDK nichts anderes tun, als eben ein Wiederwahlbeschränkungskriterium für unseren Bundesvorstand einzuführen, indem nämlich eine Person maximal 10 Jahre im Bundesvorstand der Grünen sein kann. Allerdings, wenn sie direkt 2 Perioden wiedergewählt wird, also 4 Jahre, eine Pause von einer Periode, also 2 Jahren, machen müsste. Das heißt, wirklich nur die wirklich, wirklich guten Leute würden nach dieser Pause zurückkommen und vielleicht die Chance erhalten, wirklich 10 Jahre lang eine Partei zu prägen. Als ich diesen Antrag vorstellte in einigen Kreisverbänden, kam immer die Sorge, dass 10 Jahre zu kurz seien. Es gab mal eine Zeit, da haben die Grünen fast jährlich den Bundesvorstand ausgewechselt, danach 2 jährlich. Bis 2005 gab es niemanden, der länger als 3 Perioden im Bundesvorstand gewesen wäre. Und wir haben es weit gebracht. Ja. Ich glaube nicht, dass wir einen grünen Übervater, eine grüne Übermutter brauchen. Denn es ist die Vielfalt, die uns auszeichnet, als Basisdemokraten und gegenüber all den anderen Parteien, die eben gerade daran kranken, dass sie ihr Führungspersonal zu spät auswechseln. Von den Despoten in Afrika, ja, bis zum sinkenden Schiff der FDP ist es immer eine Führungskrise, wo Leute nicht früh genug von der Macht lassen können. Und nur weil wir grüne Fahnen tragen und uns für basisdemokratisch halten, wäre es ein großer Irrtum zu glauben, dass wir nicht den gleichen Verführungen der Macht verfallen können. Massenphänomene gibt es überall, egal welche Farbe man trägt. Und deshalb möchte dieser Antrag eben einen Vorschlag darbieten, wie man in Zukunft Vielfalt sichern kann im Führungspersonal, damit eben auch die Ideenvielfalt und die Strukturvielfalt in der Grünen Partei erhalten bleibt. Deshalb würde ich mich sehr um eure Unterstützung freuen, denn ich brauche die Unterstützung, damit dieser Diskurs überhaupt auf die nächste BDK getragen wird. Und deshalb, ihr könnt den Antrag euch runterladen als PDF. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und wir auf der nächsten BDK diesen Diskurs führen. Vielen Dank.